Heute haben wir ein einfaches Rezept für eine Grillbeilage. Spitzpaprika mit Käsefüllung. Für die Füllung haben wir zwei Mozzarella. ...50 Gramm Kräuterfrischkäse und 200 Gramm Creme Fraiche. Das Ganze mischen. Bisschen Pfeffer und Salz. Bisschen Pfeffer und Salz. So, noch ein klein wenig Schnittlauch und Estragon. Paprika. Oben vorsichtig einschneiden. Käsemasse in einen Spritzbeutel füllen. Es wird auch ein Gefrierbeutel gehen, den man am Ende eine Ecke abschneidet. Ganze außen zu pressen.